Hallo, herzlich willkommen hier bei Rocket Beans TV und ich habe heute wieder Svenja an meiner Seite. Svenja, schön, dass du noch und wieder hier bist. Hi. Ja, Svenja, wir beide haben ja letztens schon ein bisschen getalkt darüber, wie du als blinde Frau Videospiele spielen kannst. Und da aber das natürlich ein bisschen theoretischer Talk einfach war, den wir ein bisschen mit Bildmaterial unterfüttert haben, wollen wir das Ganze auch heute nochmal in der Praxis erleben. Und wir haben hier einmal deine, quasi deine Königsdisziplin vorbereitet, dein großes Streaming-Spiel, nämlich Hearthstone. Genau. Und du hast gesagt, du möchtest einmal gerne das von vorne beginnen. Was werden wir jetzt hier gleich erleben? Das ist das, was jeder neue Spieler, der das Game komplett neu anfängt, erlebt. Das ist das Tutorial. Es sind vier Spiele, die man durchspielt und lernt ein bisschen das Game kennen und kriegt ein bisschen mit, was passiert da so. Ja, das heißt, das wäre auch quasi jetzt ein gutes Video, falls ihr da draußen euch fragt, hey, soll ich eigentlich 2024 nochmal mit diesem 10 Jahre alten Kartenspiel anfangen? Dann könnt ihr jetzt vielleicht rausfinden, ob das Spiel was für euch ist. Und gleichzeitig bekommt ihr dadurch auch mit, durch welche Hilfsmittel Svenja hier dieses Spiel spielen kann. Wir haben jetzt hier ein Tool installiert, da hattest du im Talk schon ein bisschen drüber gesprochen, dass quasi für dich das Spiel in Audioform verständlich macht. Habe ich jetzt vielleicht ein bisschen umständlich erklärt, aber du kannst es gerne selber noch mal sagen, was für ein Tool jetzt hier verwendet wird, wie das heißt, wo bekommt man das? Genau, also das ist Hearthstone Access. Das ist ein Community-geschriebenes Tool, was halt eben auf Hearthstone drauf installiert wird quasi. Also das ist ein sogenannter Patch. Das muss bei jedem Update auch neu gemacht werden. Und das sorgt halt eben dafür, dass es per Tastatur komplett spielbar ist. Mhm. Und dann ich auch höre, was ich da tue. Genau, das heißt, deine primäre Waffe gerade auch ist dann eben nicht die Maus gleich, sondern du wirst das über Tastatur primär spielen, ne? Genau. Okay. Und auch heute gilt übrigens, wir machen das Ganze hier in Kooperation mit der Aktion Mensch. Da könnt ihr euch einen losholen, tolle Gewinne abstauben und ihr unterstützt damit auch soziale Projekte für mehr Inklusion. Darunter auch einiges mit Gaming-Background, wie zum Beispiel Gaming ohne Grenzen. Also vielen Dank hier für den Support. Und jetzt würde ich sagen, Svenja, springen wir einmal ins Spiel. Wir haben quasi schon mal den Titelbildschirm übersprungen und sind hier am Beginn von Kampf 1. Und ja, ich lasse dich einfach mal. Ich bin absoluter Noob. Ich habe dieses Spiel nur mal vor Jahren gespielt. Das ist jetzt hier deine Bühne. Ja, wir haben jetzt hier Jaina gegen Rexxa. Also genau. Und Jaina ist quasi der Charakter, mit dem man startet. Mhm. So, ich schaue mir jetzt mal an, was ich überhaupt für Karten auf der Hand habe. Wir haben jetzt die Mulligan-Phase übersprungen. Das wäre die Phase gewesen, in der man Karten wegmachen kann, die man auf der Starthand nicht haben will und kriegt dann neue. Ich weiß es nicht, ob die bei dem jetzt schon gewesen wäre, aber haben wir dann beim nächsten Kampf. So, jetzt guck ich mal. Deine Hand. Mana Würm, ein von Erster. Jetzt mal, ich habe auch nur eine Karte auf der Hand. Das ist im Normalfall nicht so, aber jetzt für das Tutorial ist es der Fall und die spiele ich jetzt aus. Beschwören. Du hast Mana Würm beschworen. Genau, und damit ist der Zug jetzt beendet. Mehr kann ich nicht machen und drücke E für Zug beenden. Der Gegner ist am Zug. So, mal gucken, was mein Gegner hat. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Dein Gegner hat Krummel beschworen. 4 Zweiter. Joapölnant Hess Samanda Minyan Okadien. Jetzt lernen wir, wie man auf dem Schlachtfeld navigiert. Press G to look at your opponent's minions. So, jetzt gucke ich mal mit G, wie die Sprachausgabe gerade gesagt hat, was mein Gegner auf dem Feld hat. Gegnerische Diener. Krummel, ein von Erster. 4 Zweiter. Genau, und mit B sehe ich jetzt meinen Teil des Feldes. Da liegt jetzt deine Diener. Das, was ich gerade ausgespielt habe. Krummel, ein von Erster. 1 Zweiter. Eine Zauberkarte. Ich kann sie nur dieses eine Mal verwenden, also sollte ich sie überliebt einsetzen. Gezogen. Deine Hand. Arkanblitz, ein von Erster. Ah, das ist eine Null Mana. Verursacht 2 Schaden. Jetzt auch noch nicht. Die könnte ich jetzt. Vier Zweiter. Genau, die könnte ich jetzt einsetzen. Deine auch Hand. Wieder mit Enter. Wähle ein Ziel. Wähle ein Ziel. So, jetzt mache ich wieder G. Gegnerische Diener. Krummel, ein von Erster. Hau jetzt mit dieser Karte mein dieses gegnerische Minion weg. Du spielst Arkanblitz. Deine Karte Mana Würm wurde ausgelöst. Deine Karte Mana Würm erlangte einen Angriff. Die Karte des Gegners Krummel nahm 2 Schaden.
Die Karte des Gegners Krummel stirbt. Oh. Die Übersetzung ist nicht so geil, aber so, jetzt kann ich mit dem Minion, was ich jetzt noch auf dem Feld habe, kann ich jetzt noch angreifen. Das mache ich mit Umschalt F. Deine Karte Manavürm hat das die Karte war's. Des Gegners Held angegriffen. Jetzt, ich kann auch jetzt die mal gerade gucken, wenn ich schon mal dabei bin. Wie viel Leben hat er überhaupt? 8 Gesundheit. Okay, das fängt jetzt auch wieder mit 8 an. Dein Held. Wie viel habe ich? 30 Gesundheit. Okay, ich habe sogar mehr als er. Das ist ein bisschen gemein, aber das ist Tutorial, im Tutorial, genau. Im Normalfall ist das nicht so. Ich beende wieder meinen Zug. Zug beendet. Was macht er jetzt? Der Gegner ist am Zug. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Ich nehme euch aus Karren. Dein Gegner spielt Arcana Schuss. Verursacht 2 Schaden. Deine Karte Held nahm 2 Schaden. Oh, ja. Zug beendet. Euer Zug. Drücke Tab. Also wie das Spiel dir auch die Optionen aufzeigt, die du jetzt gerade hast, was du machen kannst und sowas. Also das Tool macht das ja, das Spiel macht das nicht, das ist ja gut gemacht. Ich würde mal kurz zwischenfragen. Ja. So Sachen wie die Musik oder auch diese die Repräsentation der Charaktere, die machen ja manchmal auch so Sprüche, die nichts an sich mit dem Spiel zu tun haben. Sowas wie, oh, er hat ein großes Monster, das sollten wir besiegen. Schaltest du sowas dann aus? Weil ich kann mir vorstellen, ist es wahnsinnig viel für dich Audio-Input, den du bekommst, oder? Wenn du so ein Spiel spielst. Gerade, okay, das ist jetzt Tutorial und für dich natürlich ein Klacks, das zu spielen, aber in einem richtig harten Spiel. Versuchst du dann das für dich irgendwie zu minimieren, was du so an Input bekommst und nur auf das Wichtigste zu beschränken? Könnte ich machen, aber mache ich in der Regel nicht. Mhm. Tatsächlich, weil ich schon das volle Erlebnis haben will. Also, ja. Okay. Deine Hand. Oh. Ja, okay. Jetzt kann ein von Erster. Kann mit meiner. Deine erste Option ist es, den Diener zu beschwören, den du gerade bekommen hast. Diese hast du gerade im Fokus. Versuche erneut Tab zu drücken. Deine Diener. Manavürm ein von Erster. Auf dem Feld hab. Jurenao looking at your second Option. Du kannst immer Tab verwenden, um deine gültigen Optionen durchzugehen. Also merke dir diese Taste. Ja, also gut. Mach ich so nicht. Beginnen wir mit der Beschwörung des Dieners, den wir gerade bekommen haben. Wie machst du es? Ich mach das tatsächlich hier mit den Schnelltasten. Also C jetzt für meine Hand. Habe ich den jetzt drauf? 0 Mana. 3 Zweiter. Genau. Kann jetzt hier mit den Falltasten die Werte sehen, die Karte hat. Und beschwöre sie jetzt. Auf die rechte Seite beschwören. Jetzt kann ich natürlich wenn du bereits Order machen. Auf dem Schlachtfeld hast, kannst du mit der linken und rechten Pfeiltaste auswählen, wo der neue Diener platziert werden soll. Genau. In welchem Umfang? Du hast Arkandiener beschworen. In welchem Umfang merkst du dir unter Umständen, oder ist das überhaupt möglich, sich zu merken, von wegen, da liegen jetzt 4 Karten auf dem Feld, der eine hat noch so viele Lebenspunkte und der andere so, oder fragst du das tatsächlich dann in regelmäßigen Intervallen dann neu ab, weil das ist ja wirklich wahnsinnig anspruchsvoll sonst, oder sich so eine Repräsentation des aktuellen Bretts dann einfach zu memorieren? Ich frage das regelmäßig ab, tatsächlich, weil meistens passiert ja doch sehr viel in einem Spiel, deswegen, jetzt gucke ich jetzt zum Beispiel auch, was hat. Okay, er hat nichts. Also kann ich jetzt wieder. Ich kann, also Umschalt F greift mit allen auf den Gegner an. Ich kann den aber jetzt aber auch so fokussieren und auf den Gegner ziehen. Deine Diener. 2 Zweiter. Mach ich jetzt mal. Wähle ein Ziel. Gegnerischer Held. Genau. Deine Karte Manavürm hat die Karte des Gegners. So, jetzt habe ich wieder. Ich lasse dich alleine weiterspielen. Danke, du wirst auch zu labern. Jetzt hören die Erklärungen auf. Genau. I see. Zug beendet. Der Gegner ist am Zug. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Dein Gegner hat Steinhauer Eber beschworen. Dein Gegner hat Steinhauer Eber beschworen. 2 ein Ansturm. Die Karte des Gegners Steinhauer Eber Nummer 2 hat deine Karte Arkandiner angegriffen. Diener fügen sich gegenseitig Schaden zu, wenn sie angreifen. Genau, ich habe nichts mehr auf dem Feld. Das hat er jetzt alles platt gemacht. Genau. Er hat auch nichts mehr, weil das waren jetzt Minions, die so viel Leben hatten, dass sie sich gegenseitig getötet haben. Deine Hand. Ich. 0 Mana. Arkandiner. 3 Zweiter. Diener. Okay, kann ich jetzt einfach nur legen. Beschwören. Du hast Arkandiner Zug beendet. Ja. Der Gegner ist am Zug. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Die sieht sehr gut aus, die Karte. Beschworen. 8-8 Ansturm. Das könnte Ärger bedeuten. Ich liebe diese Karte, ne?
Oh, ich liebe diese Karte. Ich habe einen Feuerball gezogen. Ja, genau. Das heißt, mit diesem Feuerball kann ich ihn jetzt erledigen. Er macht nämlich auch genau 6 Schaden. Verursacht 6 Schaden. Gegnerische Held. Oh, ich hab sie. Wähle ein Ziel. Ich bin's. Ja. Jetzt. Die Karte des Gegners Held nahm 6 Schaden. Damit ist es sofort beendet. Damit ist das erste. König Knirsch kann jetzt keinen Schaden mehr anrichten. Nee. Ich habe gewonnen. Sind es immer die gleichen in dieser New Player Experience oder variiert das mal? Okay. Man bekommt die gleichen. Also der Nächste bekommt auch die ich jetzt bekommen habe. Die sind wahrscheinlich geskriptet. Also die werden wahrscheinlich immer gleich aussehen, die Spiele. Aber sie werden schwerer. Also. Und als Viertes kommt eine Schatztruhe, wenn ich das hier richtig einschätze, diese Grafik, die wir sehen. Ja, genau. Da wird wahrscheinlich, wird man dann Karten bekommen. Ich habe diese New Player Experience jetzt noch nicht gespielt. Ich kenne noch die alte mit den 6. Deswegen war das jetzt auch mein Vorschlag, dass wir die neue mal machen, weil ich kannte die auch noch nicht. Jaina gegen Garrosh. Mir kommen da so viele Erinnerungen jetzt wieder hoch daran, dass ich dieses Spiel damals gespielt habe. Denn die Musik und so mit Fähigkeiten ist wirklich toll. Euer Zug. Du hast ein Mana. Der Lichtkönig gewinnt an Macht. Leiht mir eure Stärke. Verdient es euch, ihr mickriger Mensch. Du hast Verwandlung gezogen. So. Mana erhöht sich jede Runde. Das Ausspielen von Karten kostet Mana. Drücke A, um jederzeit zu sehen, wie viel Mana du hast. Du hast ein Mana. Genau. Deine Hand, ein Mana. Flammende Kampfmagie Ehren. 2 Zweiter. Beschwören. Die Flammen der Rache lodern. Flammende Zug beendet. Meine Mana-Kristalle werden in der nächsten Runde aktualisiert. Dann kann ich mehr Karten ausspielen. Der Gegner ist am Zug. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Waffnet euch! Dein Gegner hat Streiter von Orgrimmar beschworen. 2 Dritter. Zug beendet. Euer Zug. Du hast 2 Mana. Du hast Erzmagier Antonidas gezogen. Deine Hand. 2 Mana. Kennt die teilweise auch noch nicht. 3 Zweiter. Elementa. Okay. Auf die rechte Seite. Wie viele Karten gibt es denn overall eigentlich mittlerweile? Wenn man Wild mitzählt, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist eine Menge wahrscheinlich mittlerweile. Ja, das ist eine Menge. Geh 2 Dritter. Okay. Dein 2 Zweiter. Nee, den kriege ich damit nicht kaputt. Wähle ein Ziel. Gegnerin, deine Karte. Zug beendet. Nichts kann mich aufhalten. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Dein Gegner hat Wettrüsten benutzt. Heldenfähigkeit erhalte 2 Rüstung. Die Karte des Gegners Held erlangte 2 Rüstung. Die Karte des Gegners Streiter von Orgrimmar hat deine Karte Flammende Kampfmagie Ehren angegriffen. Deine Karte. Oh. Ich habe auch ein paar Tricks auf Lager. Von nun an haben dein Held und der Held deines Gegners normalerweise eine Heldenfähigkeit. Jeder Held hat seine eigene Heldenfähigkeit und du kannst sie einmal pro Zug einsetzen. Ich koste du kannst immer R drücken, um deine Heldenfähigkeit zu sehen, und Umschalt und R, um die Heldenfähigkeit deines Gegners zu sehen. Kostet aber auch Mana, du oder? Hast Mana gezogen. Die kosten immer Mana. Gegner 2 Erste. Oh, damit krieg ich sogar mit meiner Heldenfähigkeit kaputt. Deine wähle ein Gegner. Du hast Feuerschlag benutzt. Die Karte des Gegners Streiter von Orgrimmar stirbt. Du hast ein von 4 Mana. Erzmagier Antoni das 2 von Dritter. 4 Vierter. Mana Würm 3, 1 Mana. Auf die rechte Seite. Du. Deine Karte ab. Das war's. Zug beendet. Der Gegner ist am Zug. Dein weiß Gegner noch, hat eine als Karte ich angefangen habe, da war das. Da habe ich so ewig gebraucht für alles. Ich finde es total erstaunlich, wie du das gerade spielst. Weil, ist ja auch ein komplexes Spiel dein einfach. Und das dann so managen zu können, ist toll. Ja, das ist auch teilweise echt schwer. Glaube ich. Zug beendet. Euer ein Zug. Feuerzauber. Du genau das, wonach ich gesucht habe. Du hast Feuerball gezogen.
Gegner, ja. 2 Rüstung und 17 Gesundheit. Ach, schade. Also die Rüstungen sind einfach zusätzliche Trefferpunkte, ne? Die baut man dann erst ab, bevor er wieder Energie verliert oder wie? Ja, also genau, die Rüstung ist zusätzlich, also zu dem Leben dazu. Dein Gegner, Rosh Höllschrei. Ja. Deine Diener. Deine Feuerball 3 von 3. Ich wähle ein gegnerischer Held. Du spielst Feuerball. Deine Karte. Du hast 0 von 4. Deine die Karte des Gegners hält deine Karte Mana. Das war's. Zug beendet. Der Gegner ist am Zug. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Ich werde das schnell beenden. Dein ich Gegner glaube kaum. Spalten. 2 Zugänden feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Deine Diener nahmen 2 Schaden. Ich hab das Kriegsstil ausgegraben. Dein Gegner hat Kriegerheld der Bluthufe beschworen. 2-5 Spott. Okay, da muss ich jetzt dran vorbei. Wenn er verletzt ist. Du hast 5 Mana. Ich muss einen Weg finden, diesen Diener zu neutralisieren. So. Deine bereit. Verwandlung. Die Karte kann ja auch noch von früher. Verwandelt auch schon. Einen Diener in ein Schaf. 1-1. Das mache ich jetzt. Wähle ein Ziel. 2-5 Spott. Funktioniert die wirklich bei jedem Gegner? Ja. Die Karte des Gegners Krieger hält der Du hast ein Das war noch Zeit. 7 Mana. Arkane Geschosse, 1 Mana. Verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle. Du hast ein von Den jetzt Karte spielen. Du spielst Arkane Geschosse. Das war's. Die Karte des Gegners hält nahm 2 Schaden. Die Karte des Gegners scharf stirbt. Sein Gegner hat eine Karte gezogen. Krieger, erledigt sie! Dein Gegner hat Taurenkrieger beschworen. 2-3 Spott. Hat plus 3 Angriff, wenn er verletzt ist. Dein Gegner hat Fieser Zuchtmeister beschworen. 2-2 Kampfschrei. Die Karte des Gegners Taurenkrieger erlangte 3 Angriff. Zug beendet. Euer Zug. Du hast 6 Mana. Ich bin schutzlos. Du hast Arkane Intelligenz gezogen. Okay. X 2 Zweiter. 7 2. Du hast dein 7 Mana. Okay, das ist. Du hast 6 Arkane Intelligenz 2. Ich muss Karten ziehen. Karte spielen. Du spielst Arkane Intelligenz. Du hast Spiegelbild gezogen. Du hast Arkane Explosion gezogen. Diese Deine Karte Hand. Ist perfekt für den Umgang Spiegel mit seinen Arkane Dienern. Explosion 3 bereit. 2 Mana. Fügt allen feindlichen Dienern 2 Karte spielen. Du spielst Arkane Explosion. Das war sehr gut. Du hast ein von 6 Mana. Ah. Spiegelbild 1 Mana. Nee, jetzt. Ruf 2 Diener 02 mit Spott herbei. Jetzt auch noch. Karte spielen. Du spielst Spiegelbild. 2 Spiegelbild wurden auf Zug beendet. Die kenne ich gar nicht mehr, die Karte. Weil die aktuell jetzt dann nicht mehr so verbreitet ist in der neuen oder in der aktuellen Variante. Die ist nicht mehr im Standard-Set drin, genau. Sturm. Hat plus 6 Angriff, wenn er verletzt ist. Die Karte des Gegners Krummasch Höllschrei hat deine Karte Spiegelbild Nummer 2 angegriffen. Deine Karte Held nahm 4 Schaden. Out. Zug beendet. Sieht aber noch ganz gut aus für dich. Ja. Du hast 7 Mana. Es wird Zeit, es zu Ende du zu bringen. Du hast Entzünden gezogen. Ah. Gegner 6 Gesundheit. Okay, was Deine hab Hand. Ich denn? Bereit. 7 Mana. 4 Vierter. Kampfschrei. Verschießt 3 Feuerbälle auf zufällige Feinde, die je 6 Schaden verursachen. Na, was hat er denn? Gegnerisch. Okay, er hat Deine nur Hand. 1. Bereit. Jetzt müsste ich ihn eigentlich erledigen Auf die rechte können. Seite Du hast Erzmagier-Anfänger Du hast es geschafft. Gegners Held nahm 6 Schaden. Jawohl. Ich finde auch die Musik und die Soundeffekte, zum Beispiel auch diese Wucht, mit der ist eben dann diesen Helden, den gegnerischen zerreißt, das gehört auch schon so ein bisschen zum Spiel dazu. Ja, total. Das macht total viel des Reizes aus. Ja, finde ich auch. Auch, dass einfach so viel, also in das Sounddesign gesteckt wird, das ist einfach der Hammer. Also. Das macht Blizzard tatsächlich immer ganz gut. Also auch Diablo und so finde ich es da auch ein gutes Beispiel für. Drücke Enter. Um fortzufahren.
Mach die ruhig noch. Ich bin gespannt, okay, was in der Schatztruhe ist. Ich habe diese New Play Experience ja nie gespielt. Das gab es, glaube ich, ursprünglich nicht. Oder das war, Tutorial war anders. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Am Ende da auch was, aber Jaina, ich weiß es nicht mehr. Gegen der Lichtkönig! Oha. Der Gegner ist am Zug. Eure Herrschaft der Angst endet jetzt, Lichtkönig. Dieses Deck ist schwach. Und ihr werdet fallen. Die Kälte kriecht in eure Seele. Ich werde zuerst gehen. Ah, okay, im Tutorial ist die Mulligan-Phase gar nicht drin. Diese Austauschphase, ne? Ja, genau. Stoßgezogen. Warum heißt die Mulligan-Phase? Das weiß ich nicht. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Das hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht. Dein Gegner hat Knochenkleberspuk beschworen. Zwei Zweiter. Zug beendet. Euer Zug. Du hast ein Mana. Du hast erste Flamme gezogen. Gegen zwei. Deine Hand. Vier Mana. Flammenschürer. Zwei Mana. Ja. Sieben Mana. Erste Flamme. Ein Mana. Füge einem feindlichen Diener zwei Schaden zu. Wähle ein Ziel. Gegner. Du spielst erste Flamme. Die Karte des Gegners. Zug beendet. Gibt's der auch Gegner ist am Zug. Hier noch was, wo du sagen würdest, hat eine Karte gezogen. Das könnte das Tool noch besser machen, es würde noch besser für mich funktionieren. Dein Gegner hat Gul'an-Sturm. Allgemein, wenn es schneller reagieren würde, teilweise. 1-1. Aber das liegt manchmal. Also, weil du hast so eine Verzögerung, wenn du eine Beschreibung aufrufst. Teilweise ja, aber das kann auch am Server liegen. Okay. Deines Gegners beschworen. Die Karte des Gegners, gebrechlicher Gul, hat deine Karte Held angegriffen. Deine Karte Held nahm einen Schaden. Zug beendet. Die Karte des Gegners, gebrechlicher Gul, wurde ausgelöst. Die Karte. Ich muss ein paar Diener ausspielen. Deine Hand. Vier Mana. Bereit. Flammenschub bereit. Zwei Mana. Zwei Dritter. Verursacht zwei Schaden, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Ah. Der Schaden wird zufällig auf alle Feinde verteilt. Dein Diener. Ja. Flammenstoß 3 von 4. Fügt alle Pyroschlag. Du hast 2 Mana. Feuer. Ich kann deine gar nicht Hand mal. Feuerball. Flammenschub bereit. Kannst beschwören. Ja. Und den. Du hast Flammenfloss. Zug beendet. Der Gegner, also sie sagt ein paar, aber es gibt ja nur ein. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Dienen. Dein Gegner hat Schlachtfeld Nekromant beschworen. Ich hasse diese Karte. Ruf 2 auferstandene Gulle, 2-1, herbei. Obwohl, nee, die geht noch. 2 auferstandene Gull wurden in das Schlachtfeld deines Gegners geschoben. Nee, ich hab die noch nicht benutzt. Mit Feuer austreiben. Euer Zug. Du hast 3 Mana. Du hast Funkensturm gezogen. Deine Flamme, Pyrosch, Funken, bereit. 3 Mana. Verursacht 5 Schaden, der zufällig auf alle Feindkarte spielen. Du spielst Funkensturm. Die zwei auferstandenen zwei viele, die ich nicht Karten deines Gegners und die Karte. Aber richtig gut. Karte gerade. Flammenschürer wurde. Dein. Feuermann. Deine Karte. Zug beendet. Der Gegner ist am Zug. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Ihr habt einige neue Tricks gelernt. Aber sie werden euch nicht weiterhelfen. Dein Gegner spielt Armee der Toten. Oh, wow. 5 auferstandene Gulle. 2-1. Herbei. Die ist ja noch relativ neu, deswegen wird die auch wurden in das Schlachtfeld deines Gegners beschworen. Zug beendet. Euer Zug. Es gibt so viele Diener. Du hast 4 Mana. Ich muss mich zuerst um sie kümmern. Du hast Arkane Explosion gezogen. Deine Hand. 4 Mana. Feuerball. Flammenstoß. 7 Mana. Pyro. Arkane bereit. 2 fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden. Karte da spielen. Ist doch schon die. Du spielst Arkane Explosion. Die Diener des Gegners nahmen. Alle erledigt. Deine Karte Flammenschürer wurde. Dein. Okay, jetzt kann du ich. Du hast 2 von. Deine Held. Wähle ein Gegner. Du hast Feuerschlag. Das ist zwar immer relativ schwach, das zu machen im Spiel selber. Deswegen macht man das normalerweise nicht. Aber wenn es sich gerade anbietet. Du meinst jetzt diesen Feuerball, den. Nee, die Heldenfähigkeit zu spielen. Achso, das meinte ich. Also das, was. Genau.
Frostgrad. Aber das ist glaube ich, ein Feuerball bei Jaina. Vielleicht habe ich es aber auch falsch eben angeguckt. Dein Gegner hat Frostgrad ausgerüstet. 3/5. Es sieht so aus, als hätte dein Gegner eine Waffe ausgerüstet. Waffen sind spezielle Karten, die von Helden ausgerüstet werden können. Jede Waffe hat einen gewissen Angriff und eine gewisse Haltbarkeit. Genau. Einmal ausgerüstet, können Helden während ihres Zuges andere Charaktere angreifen. Ach ja. Du hast 5 Mana. Jetzt bin ich erst dran. Wie kann er so viele Diener beschwören? Deine Hand. Bereit. Gegen 18 Gesundheit. Ah, der hat noch viel. Bereit. 4 Mana. Verursacht 6 Schaden. Flammenstoß 2 von 7 Mana. Pyroschlag 3 von Spiegelbild 1 Mana. Du hast 5 Mana. Ja, okay, dann. Bereit. Mach ich das Feuerball, ne? Ja. Hätte ich auch genommen. Du spielst Feuerball. Die Karte des... Und... 1 Mana. Karte spielen. Da, schön, das Mana aufbrauchen. Zug beendet. Das versucht man eigentlich immer. Ist am das mache ich auch oft nicht dein im Spiel, Gegner wenn ich streame. Aber also da bleibt dann eins bei dir übrig zum Beispiel. Ja, genau. Sein Gegner hat Knochenwachenkommandant. 5-4 Spottkampfschrei. Ruft 4 auferstandene Gulä. 2-1. Herbei. 4 auferstandene Gul wurden in das Schlachtfeld deines Gegners beschworen. Die Karte des Gegners. Deine Karte Spiegelbild stirbt. Zug beendet. Euer Zug. Du hast 6 Mana. Ich muss ihn bremsen. Du hast Frost Nova gezogen. Deine Hand. Frost Nova bereit. 3 Mana. Friert alle feindlichen Diener ein. Oh, wow. Karte ja. Für 3 Mana. Du ja. Das ist stark. Nova. Die Diener deines Gegners wurden eingefroren. Mindestens konnte ich sie jetzt einfrieren. Du hast 3 von 6 seine Mana. Diener nicht angreifen. No. Du hast 3 von deine 7 Mana. Pyroschlag. Okay. Deine Wähle ein gegen 2-1 eingefroren. Das kann ich. Das kann ich hier erledigen. Auf der Karte des Gegners auf Verzug beendet. Der Gegner ist am Zug. Dein Gegner hat eine Karte gezogen. Ihr habt meine Krieger eingefroren. Ja, das hab ich. Das ist kalt. Dein Gegner hat zusammengeklebte Riese beschworen. 8/4. Dein Gegner spielt Graves Stärke. Verleiht allen befreundeten Dienern +2/+1. Oh. Er hat ein sehr starkes Deck da gerade auf dem... Gesundheit. Ja, das hat er ja auch gesagt, dass mein sehr schwach ist. Angriff und eine Gesundheit. Die Karte des Gegners hält deine Karte Spiegelbild angegriffen. Euer Zug. Du hast 7 Mana. Du hast Mana Riese gezogen. Mit einem Zauber kann ich das Spielbrett leerfegen. Ja, das ist richtig. Flammen bereit. Ich glaube, das 7 Mana. Fügt allen feindlichen Dienern 5 Schaden zu. Jawohl. Die Karte du spielst Flammensturm. Und weg sind sie. Die Gegner sterben. Zug beendet. Das steigt dann immer um 1, der ist Mana, genau, und aber das Top ist dann bei 9, ne? Danach 10 ist das 10, Top. Okay. 10 ist das Top. Dein Gegner spielt Fjora des Frostwürms. Friert alle feindlichen Diener ein. 5. Ruft einen Frostwürm. 5/5. Ja, die habe ich auch gerne gespielt am Anfang, die Karte. Frostwürm? Ah, ja. 1 Frostwürm wurde in das Schlachtfeld deines Gegners beschworen. Dein Gegner hat Ghoul-Ansturm benutzt. Heldenfähigkeit hoch angesehen. 1 gebrechlicher Ghoul wurde in das Die Karte des Gegners hält deine Karte Held angegriffen. Deine Karte Held nahm 3 Schaden. Die Karte des Zug beendet. Die Karte des Gegners gebrechlicher Ghoul wurde. Euer Zug. Du hast 8 Mana. Du hast arkane Intelligenz gezogen. Ich muss einfach noch ein wenig durchhalten. Ja, das Gegner 12 Gesundheit. Oh Mann, der hat noch 9 Mana. Pyroschlag. Mana Riese 10 Mana. Arkane Intelligenz 3 von 3. Karte spielen. Karten. Du spielst Arkane Intelligenz. Oh Mann, was da rauskommt. Du hast flammende Kampfmagie Ehren gezogen. Du hast Frostblitz gezogen. Gegner 12 gegen 5/5. Dein Held. Ich? 20 Gesundheit. 20. Flammende Kampf 1 Mana. 2/2. Diener. Frostblitz 4, 2 Mana.
fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu und friert ihn ein. Ja, Karte, er hat jetzt meine Waffe, also kann ich ihn zum Einspielen. Du hast 3 von deinem flammende Kampf, 1 Mana. Beschwören. Ich mal aus. Du hast flammende Kampf. Jetzt kann ich seinen Diener nicht neutralisieren, aber ihm noch Schaden machen. Aber in der nächsten Runde sieht es sehr gut für dich aus. Dein Gegner. Weil du noch sehr diese hochwertigen Karten auf der Hand hast. Ja, genau. Dein Gegner spielt die Geißel. Oh, wow. Drei auferstandener Ghoul, 2 zusammengeflickter Riese und... Ja, das Wort ist jetzt mies, was er da hat. Also, wenn das kein Tutorial wäre, wäre er ein ganz schön schwieriger Gegner, weil er echt gute Fähigkeiten und Karten hat. Ja. Du hast 9 Mana. Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. Du hast Arkandina gezogen. 8 Gesundheit. Bereit. Bereit. 9 Mana. Füg dem feindlichen Helden 10 Karten. Und tschüss. Du spielst Pyroschlag. Die Karte des Gegners hält nahm 10 Schaden. Soll ich dir noch mal ein bisschen Wasser einschenken, Svenja? Ja, gleich. Mach ich. Es ist vorbei, aber es gibt noch viele weitere Schlachten, die ausgetragen werden müssen. Die Karte des Gegners hält stirbt. Juve defeated the Lich King. Drücke Enter. Um fortzufahren. Neue Klasse freigeschaltet. Magier. Belohnungen. Ja. So, das war das Tutorial. Stark, also wahnsinnig beeindruckend, wie du das machst, Svenja, ganz toll. Für mich auch schön, das Spiel mal wieder zu sehen. Ich bin da echt immer kurz davor, das doch wieder anzufangen, aber es gibt halt einfach auch permanent andere neue Spiele, die man sich immer angucken muss. Verstehe ich, aber wenn du wieder anfängst, sag Bescheid. Nehme ich dich gerne an die Hand. Muss man da mittlerweile eigentlich dann auch regelmäßig Geld ausgeben oder kommst du da auch hin mit Sachen, die einfach so da enthalten sind? Je nachdem, was du für ein Ziel hast. Also wenn du jetzt wie ich Legend werden willst, dann sollte man schon Geld ausgeben. Aber wenn du das jetzt nur casual spielen willst, so ab und an mal, dann muss man das nicht unbedingt. Okay. Dann geht's auch so. Ja, dann ist die Hürde ja nicht so hoch, da mal wieder reinzugucken. Ich würde sagen, nachdem wir das gesehen haben, gönnen wir uns ein ganz kleines Päuschen, machen hier einen kleinen Umbau für Brock the Investigator, ein wirklich putziges Grafik-Adventure für den PC, was Svenja uns auch gerne noch ein bisschen vorspielen möchte, weil das Spiel eben schon viele Optionen mitbringt zur Barrierefreiheit. Also wir kurz einmal hier eine Pause und dann geht's hier weiter mit dem nächsten Spiel und mit Svenja. Und herzlich willkommen zurück hier im Let's Play mit Svenja heute. Svenja, ich freue mich sehr auf das nächste Spiel, was du mir jetzt hier noch zeigen willst. Du hattest mir das ein bisschen empfohlen in unserem Vorgespräch. Ich habe mir das mittlerweile selber schon bei Steam gekauft, weil ich es so spannend und auch so sympathisch finde. Es geht um Brock the Investigator, ein Adventure, auch für den PC erhältlich. Wir spielen das hier in der Steam-Version. Und das bringt von Haus aus schon ganz viele Optionen mit, die es Svenja möglich machen, dieses Spiel zu erleben. Was kannst du vielleicht mal beschreiben, was wir jetzt hier an Optionen eingestellt haben, die quasi standardmäßig deaktiviert sind, aber eben für Blinde hier enthalten sind? Genau, einmal, dass alles komplett vorgelesen wird. In dem Fall von einer Ingame-Sprachausgabe, also nicht dem Screenreader, den man selber installiert, sondern im Spiel selber. Unter anderem gibt es dann auch so Navigationsassistenz, dass man dann Töne hört, je nachdem, wo man gerade ist, dass man weiß, wo man hin muss und ich weiß nicht, was da noch alles war. Auf jeden Fall, das sind so die wichtigsten. Wir werden es ja vielleicht auch in der Spielpraxis dann jetzt einfach sehen. Wir sind hier gerade im Hauptmenü. Wir können auch gerne mal ins Spiel reinbringen. Und Svenja, du hattest vorgeschlagen, dass wir auch mal mit einem neuen Spiel beginnen, weil das für eine Demonstration in einem kleineren Umfang auch ganz gut geeignet ist. Genau. Also kannst du gerne, Svenja, starten. Feuerfrei für Brock, den Investigator. Genau, wir werden jetzt Detektiv spielen. Die erste Szene ist schon mal ein bisschen heftig, weil es brennt. Use any controls you like. Choose the action difficulty, standard, a blend of adventure and action. Ich nehme mal relaxed. Enjoy the game like a regular point and click adventure. Standard, a blend of adventure and action. Tutorial, co-op adventure option. The game supports local co-op.
During the adventure, press Escape on a new controller to start a two-player session, and up to four players, press Enter to continue. Machen wir es, glaube ich, nicht. Du darfst es alleine spielen. The main character you're playing is Brock. Brock is a chubby yet strong alligator person wearing a red detective coat, a black tank top, blue pants and a purple fedora. Genau, das ist auch alles wird beschrieben. He has a gray metal plate on his muzzle, and wears a like a Magadama, and is not wearing shoes. Also das ist jetzt ein Beispiel gewesen für das, was du auch in seinem Talk erklärt hast, das ist eine Audiodeskription, ne? Genau. A fire? Jetzt. Ah! Ach stimmt, man muss teilweise mehr drücken. Brock wakes up in a small apartment room in fire. There's two doors, one on the right side of the room and one on the left. There's flaming debris blocking the door on the right as well as some debris around. Trouble! No. I'd better get out of here, fast! Tutorial, controls adapted for blindness. Most of the game will be played by selecting hotspots with directional keys and pressing enter to interact. At any given moment, press 1 to repeat the last instructions and 2 to repeat the last dialogue speech. Press enter to continue. Move Brock with directional keys or W, A, S, D to interact. Press enter. Frame. Toy. Button. Flower bouquet. Button. Must be one of those trendy voice services. Just press the button and ask whatever you want. Whoa! What's going on with the electricity? Ja, die ist wohl kaputt. Flower boot decoration. Front door. The front door. Nope. Front doors are usually impregnable. There must be another way to escape. Decoration. Flower button toy. Frame toy. A toy? This looks familiar somehow. Das wird später interessant. This looks familiar somehow. Das heißt, manchmal klemmt es irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Du entscheidest aber dann jetzt nicht über die Art der Interaktion, sondern du sagst ihm quasi mit Enter, interagiere mit diesem Objekt und dann weiß er quasi, was er in dem Kontext dann machen soll, ne? Ja. This is close up. Rock sees a picture frame composed exclusively of a triangle pattern. Weird. What's this supposed to depict? To go back from a close-up, press backspace. The same button also works in menus. Okay. Window. Fire. Kann ich durch window. Das Fenster aus? I wish it was a real one, but it's just a digi window. Schade. Spielt das in der Gegenwart? Weil es wirkt so high-tech mit diesem Digi-Fenster. Boah, das war... Nee, ich glaube nicht. Fire. Door. I bet this leads to the lounge, but it's closed and surrounded by fire. On the other hand, the door is bent. Maybe the fire will eventually destroy it. But I can't wait that long. Fire. Door. Take the decorative blanket. That door is out of reach. Fire. Window. Oh, frame. Toy. Button. Flower. Decoration. Front door. Decoration. A decorative blanket, maybe? Looks sturdy. I should take it. You got a blanket. Oh, open the inventory with escape or mouse right click, then select an item by pressing enter. You will hear in hand, which means you can now combine this item with any element in the room. Genau. Blanket in hand, flower boot butt toy, frame window, fire. There, it's working, but maybe not for long. I need to get past that door. Tutorial, action mode, stun. Oh, yeah. Fight your way through, scroll the mouse wheel, or press control to switch to action mode. Brock will be ready to fight and break things. Then swipe across the screen to find the elements you can hit. You will hear their names. Press enter to continue. Switch to action mode by scrolling the mouse wheel or pressing control. Then hit by clicking or pressing enter. Door, action. To pour, 50%, pour. Einmal kaputt machen. Brock enters a slightly longer room, which seems like a living room. Da. There are four doors, two on the left side and two on the right side. A genau, das ist jetzt eine ganz andere Spielmechanik als vorher. There's flames all along the bottom of the room. Aber es, ja,
Ich habe es jetzt auch ewig nicht mehr gespielt, deswegen wusste ich jetzt nicht mehr, wie das so wie alles geht. Alles gut. Du hast es schon mal durchgespielt tatsächlich? Durchgespielt nicht, ein Teil davon. Und auch dann in dieser Standardeinstellung. Es ist so ein bisschen eine Variation von einem klassischen Adventure, weil es eben auch diese Action-Elemente hat, sage ich jetzt mal. Das wäre, glaube ich, aus, wenn man es auch einfach spielt, dann wäre es ein konventionelles Adventure. Genau, man kann auch die Kämpfe skippen, wenn man selber merkt, okay, da bin ich jetzt vielleicht nicht, ich bin so ein kleiner Schisser, ich skippe immer so Kämpfe. Mhm. Das kann man tatsächlich auch machen. Also das könntest du jetzt auch noch machen, auch wenn du sie quasi standardmäßig aktiviert hast auf dem Schwierigkeitsgrad, könntest du auch sagen, hier Spiel, erledigen wir den Kampf für mich einfach. Genau. Ich würde mittlerweile relativ sicher sagen, dass es in irgendeinem futuristischen Setting spielt, weil wir hier nämlich jetzt einige Roboter auch vorfinden in dem Raum. Ja, genau. Also das Tutorial, das behandelt das Ganze auch noch dann später. Robot. Also wir können dann auch, später wird noch gesagt, wie man skippt und sowas. Kannst du, spiel gerne noch mal weiter. Also kriegen wir noch ein bisschen einen besseren Eindruck von dem Spiel. Okay. Locked. Aber man I don't think I can break that one. Sieht hier tatsächlich, was natürlich auch für ein Wille einfach da sein muss, bei Entwicklern sowas umzusetzen, weil es ist schon natürlich Aufwand, immer diese ganze Audiodeskription zu schreiben. Ich vermute, dass es deswegen auch nur hier nur auf Englisch vorliegt, weil das Spiel selber ist ja deutsch. Also zumindest die Texte sind da deutsch, aber diese Audiodeskription dann eben hat man hier nicht lokalisiert, weil das viel das Arbeit wahrscheinlich macht und man auch viele Szenarien überlegen muss, auch wie es dir erklärt hat, kombiniere, nimm das Item aus dem Inventar und dann wird dir gesagt, du hast es in der Hand, damit du das mit der Umwelt dann benutzen kannst, aber es ist natürlich toll, wenn sowas hier eingebaut wird. Ja, man müsste ja auch die ganzen Sprachsachen, also das sind ja alles Sprecher, die das eingesprochen haben, das müsste man alles, oder man macht es halt gleich anders, dass der Screenreader das selber übernimmt, aber das wurde halt hier nicht gemacht, weil wahrscheinlich, also ich habe mit dem Entwickler auch ein bisschen geschrieben, der benutzt, glaube ich, sehr viel so Frameworks, die dann die Sachen für ihn erledigen und es kann sein, dass das Framework, was er benutzt, es nicht kann. Okay, wo stammen die Entwickler denn her von dem Spiel? Der ist, glaube ich, aus Frankreich, ich bin mir nicht sicher, aber also zumindest habe ich das irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, ob er wirklich aus Frankreich ist, aber... Aber du hast mit dem quasi im Austausch gestanden zu dem Spiel? Ja, genau. Voll cool. Also auch, dass der dir dann geantwortet hat da drauf und auf so individuelle Anfragen eingeht. Ja, ja, das ist ja ein recht kleiner Entwickler, ich verfolge den auch so ein bisschen, deswegen weiß ich jetzt auch, dass man das Spiel jetzt auch am Handy spielen könnte. Mhm. Also das gibt es ja für sämtliche Plattformen schon. Das gibt es, glaube ich, sogar auf der Switch. Habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe das, glaube ich, mal im E-Shop gesehen und jetzt kam ich wieder drauf, weil du davon erzählt hast, bei Steam da reinzugucken. Habe dann gesehen, was das für gute Bewertungen hat und bin ja durchaus Fan irgendwie von Adventure-Spielen. Weißt du hier sowas zu Umfang oder so, wie lange man daran sitzen würde, wenn man das jetzt durchspielen wollte? Das dauert schon ein bisschen. Also es sind auf jeden Fall... Also mindestens Stunden. Ich habe also die Teile, die ich gespielt habe, da habe ich irgendwie 5-6 Stunden für gebraucht. Mhm. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie schnell ist man mit dem Kombinieren der Sachen und mit allem. Ne? Also ich denke mal, dass ich mindestens 2 Tage dran sitzen würde. Ja, aber es gibt schon auch so, wir haben das vorhin gesehen, dass das Spiel sagt, dann schnappt ihr mal diese Decke. Solche Hilfen kommen dann auf, wenn man einfach dann hängt, ne? Dass man ein bisschen Input hat, dass man weiterkommt. Ja, da kommen wir auch später noch zu. Es gibt ein Item, was man sammelt. Das sind diese sogenannten Ads. Die geben einem Hilfestellung, wenn man nicht weiterkommt. Die kann man dann anklicken und dann... Ja, spiel ruhig an der Stelle gerne noch mal ein bisschen weiter. Door. Bedroom. Nope. It won't budge. I'm pretty sure it's network controlled. There's no external access. I've always been against all those security systems. 100% safe until you get stuck inside with a fire. Fire. Tja, Arme. Robot. Device. Robot. Looks like a multitasks tribot. Let's switch it on. Nothing. Is it out of juice? Device. If I'm not mistaken, this is a meaty me. A multimedia holographic device to watch all your favorite programs and livies for hours in the comfort of your home. Obviously, it won't work. Robot. Toilets. Entrance. Robot. Entrance. No point going back there. Ja, besser nicht, ne? Robot. Entrance. Toilets. Entrance. Robot. It's not active. And burning.
I shouldn't worry. Those things are fireproof. Entrance. Toilets. I can't access it. Oh, hopefully I can hold on a little longer. Ich finde das so lustig. Device. Text teilweise. Bedroom. Locked. Kann ich doch nicht rein. Ich dachte irgendwie mal, ich könnte da rein, aber. And in perfect shape. I don't think I can break that one. Wie ist das denn, wenn du zum Beispiel mal bei Steam reinschauen willst, von wegen, hey, ist da was Neues, was für mich was sein könnte? Gibt es da entsprechende Suchfilter oder Kategorien eigentlich mittlerweile? Sowas wie für Blinde uneingeschränkt spielbar oder sowas? Ja, aber es gibt ja für alle möglichen Sachen Filter bei Steam. Ja, leider nicht, dass ich wüsste. Also, war mal irgendwie, also irgendwo hatte ich das schon mal gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Was schon echt schade ist, weil du kannst nach alle möglichen Quatsch filtern, aber sowas, was wirklich einen praktischen Nutzen hätte, wo ich denke, hey, helft doch der Svenja mal dabei, dass sie irgendwie auch Spiele finden kann, wie Rock. Es ist ja super schwierig für dich dann überhaupt mal rauszufinden, okay, was gibt es noch für Spiele, die das gleiche Feature-Set haben, mit denen ich genauso viel Spaß auch haben könnte. Ja. Your robot. Nothing. Is it out of juice? Hätte man im ersten Raum sonst den Strom irgendwie wieder anstellen können? Device. Nee, da konnte Robot. Man, glaube ich, nichts machen. Okay. Another Tribot. No good. Are they broken? I always knew these were unreliable junk. Robot. It's not active. Ja, stimmt. Burning. Da war ich ja auch schon. I shouldn't worry. Those things are fireproof. Also hier wäre es aber schon noch ein bisschen cooler. Du hast jetzt hier drei Roboter im Bild. Ja. Wenn ihr dir vielleicht sagen würde, Roboter unten links in der Ecke und Roboter oben rechts in der Ecke. Du hast jetzt keine richtige Unterscheidung Robot. Dazwischen, ne? Ja, das stimmt. Device. Robot. Device. Es gibt hier drei Robots. Okay, jetzt ist der eine angegangen. Yikes! Unidentified user. Please provide name and function. My name? It's, Alert level 5. Burglary in progress. What the? Please remain still until agents arrive to arrest you. I'm no thief, Triangle Head. And don't you have more urgent business to take care of? Ach ja, die Dialoge sind schon geil. Inappropriate attitude detected. Request for applicable disposition. The network unreachable. Closest range of action in local data is... Neutralize the individual at all costs. Das wird wohl zum Kampf führen, würde ich jetzt vermuten. No kann sein, ja. Please don't interrupt the destruction process. Here it comes. Tutorial. Basic combat. To move Brock around during fights, press W, A, S, D, or directional keys. To attack, press Enter, or mouse left click. To guard, hold Alt. Listen carefully. Enemies make noises which can be located by positional audio. Oh. It is highly recommended that you use headphones. Press Enter to continue. Ja, das geht mit Kopfhörern tatsächlich besser. Und da hättest du tatsächlich jetzt Audio-Cues, die dir dann quasi helfen würden, zu erkennen, dass du weiter nach oben, unten, links oder rechts musst? Ja. Dann ist das doch auch gut, dass wir jetzt mal wissen, okay, Kopfhörer sind da eine sinnvolle Ergänzung in der Situation. Ja. Du hast es trotzdem gleich geschafft. Na. Wo ist er denn jetzt? Anderes noch weiter oben. Nach links jetzt. Ja. Ah, komm, Schatz. Stück nochmal nach links. Er hat dich jetzt ziemlich nach rechts geboxt. Stark. I'm glad this was the only mad robot here. Whoops. Action. Soll ich dir noch mal jetzt für den letzten Kampf noch mal Kopfhörer holen? Nehmen wir als Erkenntnis mal daraus mit, Kopfhörer können dann helfen, wenn es solche wirklich direktionalen Inputs gibt. Ja. Yeah. Fight over. Experience points. Level 1. Looks like this Es gibt auch ein Auflevel-System für den Charakter. Ja. Okay. Hey, a door just unlocked.
Tutorial, skip fights. This fight wasn't too hard, but who knows what happens next. If you're having trouble, consider skipping the fight by pressing this icon, upper right interface. You can also press, delete, press, enter, to continue. Tutorial, skip action. You can also skip action scenes and timed events the same way. There is no penalty for skipping, but you may still want to try them more. Das finde ich halt auch das Geile an diesem Spiel. Du kannst alles Mögliche skippen, wenn du auch puzzles. Wenn du merkst, okay, ich komme da nicht weiter, dann kannst du das skippen. Das finde ich mega gut. Hast du denn Geduld in solchen Adventure-Spielen, um Rätsel zu lösen? Ich merke, dass ich da, je älter ich werde, so mehr denke ich so, ach, die Komplettlösung ist ja auch nur 3 Klicks weiter weg, vielleicht guckst du da mal kurz rein. Da war ich früher ein bisschen geduldiger, was das angeht. Toilet, door. Bedroom. Ja. Genau, die war's. Brock enters a longer room. Dann können wir quasi hier an der Stelle, glaube ich, auch Brock erstmal ruhen lassen. Aber man hat, glaube ich, schon einen sehr guten Eindruck bekommen, mit welchem Aufwand und wie viel Überlegung hier auch versucht wurde, das blinden Menschen zu ermöglichen, dieses Spiel zu spielen. Da mag noch nicht alles perfekt sein, wie zum Beispiel das mit den Robotern oder auch Kämpfen kann schwierig sein, wenn man auf die Kopfhörer verzichtet. Aber toll, dass sich da so eine Mühe gemacht wird und du dann, Sven, ja auch sowas wie Brock spielen kannst, finde ich, verdient auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ein Lob und an dieser Stelle. Das ist auch echt ein Spiel, was ich nur jedem empfehlen kann, weil der Entwickler hat sich da so viel Mühe gegeben. Ich fände es mega gut, wenn das mehr gespielt werden würde. Ja, so wie ich das sehe bei Steam, spielen es eine Menge Leute und sind auch happy mit diesem Spiel. Also von daher hier kleine Empfehlung an dieser Stelle. Und Svenja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Einmal für das sehr schöne Gespräch, was wir auch geführt haben und dann eben deine Spieleindrücke zu Hearthstone und jetzt zu Brock the Investigator. Also vielen Dank dir nochmal dafür. Sehr gerne. Und vielen Dank auch nochmal an die Aktion Mensch, die uns hier unterstützt haben für diese Kooperation. Wenn ihr euch da ein Los holt, dann könnt ihr nicht nur was Tolles gewinnen, sondern ihr unterstützt auch soziale Projekte für mehr Inklusion, darunter auch viel mit Gaming-Background wie Level Up oder Gaming ohne Grenzen. Also auch hier nochmal besten Dank. Und besten Dank natürlich auch an euch da draußen, dass ihr euch die Videos mit Svenja und mir angeschaut habt, dass ihr euch für dieses Thema interessiert und hoffentlich da auch ein bisschen interessante Einblicke und Denkanstöße mitnehmen konntet, was das Ganze angeht. Also ich hoffe, Svenja, dass du bald nochmal bei uns vorbeikommst, dass wir dich vielleicht mal irgendwo wieder sehen und hören können in einem Video oder Podcast bei uns. Und viel Erfolg dir auch nochmal mit deinem Twitch-Channel weiterhin. Das blenden wir jetzt hier unten nochmal ein. Guckt da mal vorbei, da könnt ihr Svenja Hearthstone spielen sehen und vielleicht in der Zukunft auch nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Cool. Dann danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüssi.